Mit einem wahren Leckerbissen beginnt heuer die Südtiroler Eishockeysaison, denn zum ersten Mal wird der Alperia Cup ausgetragen, an dem die drei besten Mannschaften unseres Landes teilnehmen, der Ebel-Club Bozen, Italienmeister Ritten und Vizemeister Pustertal. Das erste Match findet im Brunner-Karienz-Stadion statt, wo die Wölfe vor 1200 Zuschauern Topfavorit Bozen empfangen. Für Daniel Gliere ist es ein besonderes Spiel. Nach 7 Jahren in Bruneck wechselt der 22-jährige Nationalverteidiger nun zum Hanse Bozen. Die Weiß-Roten, immerhin mit 10 Ausländern im Aufgebot, machen von Beginn an Druck, drängen Pustertal in die Defensive. Und sie brauchen nur 5 Minuten, um in Führung zu gehen. Dennis Kernitz spielt Markus Gander an und der überlistet mit einem perfekten Rückhandschuss Philipp Costa zum 1:0. Costa von Beginn an im Kasten der Pusterer, Thomas Dragus sitzt auf der Bank. Die Antwort der Wölfe folgt 2 Minuten später in Überzahl. Der neue Verteidiger Cory Pritz passt zu Kapitän Armin Helfer, der schießt aber übers Tor hinaus. Pustertal versucht dran zu bleiben, Viktor Schweizer setzt sich gegen Clark Seymour, einer der vielen Neuen bei Bozen, durch, scheitert aber zuerst am Gästetorhüter Marcel Melihercik und dann am Außenpfosten. Solche Chancen darf man natürlich gegen Bozen nicht auslassen, sonst wird man bestraft. Kapitän Alexander Ecker zieht ab, Nick Palmieri vor Kost an der Scheibe und schon steht es 2:0. Gespielt sind genau 16 Minuten. Kurz vor dem ersten Seitenwechsel dankt sich auch noch der starke Andrew Jogan durch, macht alles richtig, trifft aber nur den Pfosten. Und so bleibt es nach dem ersten Drittel beim 2:0. Nach dem Pausentee macht es Jogan dann besser. Oberdörfer spielt ihn an. Cory Pritz diesmal zu zaghaft in der eigenen Verteidigung. Und der 24-jährige US-Amerikaner erhöht auf 3:0. Dieser Stürmer wird den Bozen heuer noch viel Freude bescheren. Dann das Zuspiel von Michele Marchetti auf Hannes Oberdörfer. Der satte Schuss des Bozener Verteidigers geht aber an den Pfosten. In der 28. Minute endet der Arbeitstag von Philipp Costa. An seiner Stelle kommt nun Thomas Dragus. Nach vielen Jahren setzen ja heuer die Wölfe wieder auf einheimische Torsteher. Und er kann sich auch gleich auszeichnen. Zuerst wehrt er einen Schuss des ehemaligen Eppaners Marc-Olivier Valeram ab, dann rettet er auch noch auf Brody Ried. 2 Drittel sind gespielt, Bozen führt den Bruneck souverän mit 3:0 Toren. Und erhöht im Schlussabschnitt nach nur 26 Sekunden auf 4:0. Der letzte Pusterer Neuzugang, Rebbit, zögert hinten zu lange. Ecker luchst ihm die Scheibe ab, passt zu Nick Palmieri. Und schon wieder klingelt es im Kasten der Wölfe. Das 4:0, der zweite Treffer am heutigen Abend für Nick Palmieri. Und wieder vergehen nur 13 Sekunden. Lukas Dauber sieht den Freistädten Thomas Erlacher. Jetzt hat auch Pustertal seinen Ehrentreffer schön herausgespielt. Für Milicherczyk keine Abwehrmöglichkeit. Wird es jetzt noch spannend? Glira und Ecker sitzen für Bozen auf der Strafbank. Der neue Trainer der Wölfe, Marc Holig, gibt noch einmal Anweisungen, aber seine Mannschaft kann aus dieser doppelten Überzahl keinen Profit schlagen. Im Gegenteil, Pustertal wirkt nun müde und Bozen nutzt das natürlich aus. Valeran zu Ried, der steht ganz frei vor Dragus, kann ihn aber nicht bezwingen. In der 52. Minute zeigt der neue Verteidiger der Weiß-Roten, Max Everson, wie gefährlich seine Distanzschüsse sind. Oleksandr lenkt ihn noch ab. Bozen führt jetzt 5:1. Der Italo-Amerikaner Everson und der Kanadier Oleksandr, auch sie sind heuer neu beim HCB. 5 Minuten vor Spielende zieht Everson erneut ab. Diesmal stappt Markus Gander ab und fixiert in Überzahl den 6:1 Endstand. Auch für Gander ist es der zweite Treffer am heutigen Abend. Gander also Doppeltorschütze wie Nick Palmieri, der als bester Spieler des Abends ausgezeichnet wird. Bei den Hausherren wird hingegen Thomas Erlacher prämiert.